Rente mit 63, aber nur noch mit Abschlägen. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir wissen es ja, viele Menschen in Deutschland würden gerne schon mit 63 in die Rente gehen, in die Altersrente. Für die kommenden Jahrgänge, Jahrgänge 62, 63, 64, gibt es dafür aber nur noch eine Möglichkeit. Es sei denn, sie haben aktuell eine Schwerbehinderung. Dann gibt es noch die Alternative, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Ansonsten können Sie nur noch den Renteneintritt mit Abschlägen mit 63 erreichen. Falls nicht, bleibt dann tatsächlich als Alternative nur die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Rente, die Sie kennen. Wenn Sie mit 63 in Rente gehen wollen, 35 Jahre Wartezeit haben, dann aber leider mit Abschlägen. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist schon lange nicht mehr mit 63 möglich, also mit Vollendung des 63. Lebensjahres möglich. Wer 1960 geboren ist, kann erst mit 64 Jahren und 4 Kalendermonaten in diese Rente abschlagsfrei gehen. Aber dann müssen auch zum Beginn der Rente die 45 Jahre Wartezeit vorliegen. Also ich würde wirklich nicht darauf hören, was Ihnen der Nachbar, der Arbeitskollege oder Bekannte alles so zum Thema Rente erzählt. Da heißt es prüfen, selber prüfen, Rentenauskunft einholen und dann selber prüfen. Die Rente mit 63 gibt es nur noch mit Abschlägen, das kann ich Ihnen sagen. Und das macht pro Monat 0,3% aus. Wer also bis 67 arbeiten müsste, aber schon mit 63 in Rente gehen will, bekommt einen Abschlag von 14,4%. Das betrifft aber grundsätzlich erst die Geburtsjahrgänge ab 1964. Näheres zum Thema Rente mit 63 finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.